Scheint und auf geht's in die Movie World. Und da ist es. Und alles klar? Ja. Da ist der Freefall Tower. Aber das seht ihr dann. Dann macht das jetzt auf. Besuchen wir Lara Croft. Ob Ilka weiß, auf was sie sich da eingelassen hat. Öffnet um 10 Uhr, aber der hintere Teil des Parks, wo auch die Geländewagen-Tour ist, geht erst um 20 nach 10 los und ist dann erst offen. Wir werden jetzt erstmal die Geländetruck-Tour machen. Gucken in den hinteren Bereich. Also man wird wohl anscheinend nass. Check. Okay. Und? Geil. Geil?
So, wir bleiben bei der Action Cam, wo wir gerade nass sind. Da ist Kit. Da geht's ins Boot. Wir stellen uns jetzt erstmal in die Sonne, damit wir erstmal trocknen. Wir gehen jetzt gleich nochmal in den U-Boot-Simulator. Simulator. Man wird nass, ist ganz witzig, ist kein typischer U-Boot-Simulator, man sitzt halt da drin, hat das Gefühl, als würde man angegriffen werden und wird halt nass gespritzt. Man sollte auf jeden Fall den Park besuchen, wenn es warm ist, weil man wird hier fast überall nass. Krake macht Spaß. So, jetzt mal Achterbahn fahren. Auf geht's, eine Runde Schiffsschaukel. Ein schöner, aber anstrengender Tag. Und teuer war er auch noch. Bin ich bei Facebook drin, ich poste mein ganzes Leben dorthin. Jeder sieht, was ich grad mach und wo ich bin. Log dich ein und drück auf. Gefällt mir.